Sprechen wir heute über eine sehr unverstandene und oft nicht ernst genommene, aber wahnsinnig lebenseinschränkende Erkrankung. Sprechen wir über das Lipödem. Mein Name ist Dr. Med. Konstantin Wagner, ich bin Gynäkologe und mit diesem Kanal möchte ich dir helfen, dir selbst besser helfen zu können mit meinem Fachwissen, was ich dir hier einfach verständlich präsentiere, und du sagst wahrscheinlich, cool, danke. Dann sag mir das Danke doch einfach mit einem kleinen Abo. Lipödem wirst du vielleicht noch nie gehört haben, vielleicht bist du aber auch Betroffene und hast schon Jahre damit zu tun und bist schon von Ärztin zu Arzt und von Pontius zu Pilatus gelatscht und keiner konnte dir wirklich helfen bzw. die Diagnose aussprechen. Das liegt daran, dass diese Erkrankung doch recht unter dem Radar läuft, weil sie auch noch recht unverstanden ist. Und das wollen wir heute ändern. Ich gebe dir heute jetzt mal die Basics zum Lipödem mit auf den Weg. Und wie fängt man Basics am besten an mit einer Definition? Was ist das Lipödem eigentlich? Es ist eine schmerzhafte, disproportional symmetrische Fettgewebsverteilungsstörung, und damit unterscheidet sich das Ganze auch erheblich von einer Adipositas, also einem Mehrgewicht. Aber dazu kommen wir gleich noch. Wichtig ist auch ein Adjektiv, ein Schlagwort: schmerzhaft. Diese Frauen haben Schmerzen. Das unterscheidet sie eben auch zu Frauen mit einem Mehrgewicht, denn ein Adipositas ist in den allermeisten Fällen eben nicht schmerzhaft, außer sie kommt zusammen vielleicht auch mit einem Lipödem vor. Wichtige zweite Definition: Lipödem gibt es nur an den Extremitäten und das Ganze symmetrisch. Nicht am Stamm, nicht am Gesicht. Also dieser Stamm, der wird vom Lipödem nicht betroffen. Das unterscheidet sich eben auch zur Adipositas, wo auch der Stamm betroffen ist. Hier sind wirklich nur die Extremitäten betroffen. Und die Symmetrie ist auch so ein Schlagwort. Es sind immer beide Oberschenkel, beide Hüften, beide Unterschenkel, beide Arme, beide Schulterregionen betroffen und eben nicht, dass es zu einer asymmetrischen Fettgewebsverteilungsstörung kommt. Weiterer wichtiger Punkt, ich habe es angerissen, eine Adipositas bedingt nicht das Lipödem und das Lipödem bedingt nicht eine Adipositas. Und dennoch gibt es natürlich eine Koinzidenz, also das gleichzeitige Auftreten von beiden Erkrankungsmustern. Aber das muss man eben auch wissen, nicht jede mutmaßliche Adipositas ist ein Lipödem und andersrum eben auch nicht. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Fakt, den man unterscheiden lernen muss. Und da kommen wir wieder zu einer Unterscheidung. Die Adipositas ist proportional. Das Lipödem ist disproportional. Bedeutet, Adipositas hat man auch am Stamm und an den Extremitäten. Es kommt proportional vor. Disproportional bedeutet wirklich, der Stamm wird da ausgespart. Und um das Ganze nochmal ganz hochkomplex zu machen, für diejenigen, die das beides haben, Adipositas und das Lipödem, da gibt es nämlich ein Adipositas-assoziiertes Lymphödem. Was wiederum etwas anderes ist, aber auch äußerst unangenehm. Was sind klassische Symptome? Einige haben wir jetzt schon aufgezählt. Wir haben erstmal eine disproportionale Fettgewebsverteilungsstörung mit, und jetzt kommt's, Schmerzen. Und das können Spontanschmerzen sein, das können auch Spannungsschmerzen sein, dass du wirklich das Gefühl hast, dir explodiert gleich dein Oberschenkel. Es können aber auch so Druck- und auch Berührungsschmerzen sein. Das heißt, wenn dir jemand drüber streicht oder du selbst drüber streichst, kann das sogar sehr, sehr unangenehm sein. Kann sogar so weit gehen, dass man zu Blutergüssen neigt. Dass man also sehr spontan und ohne groß, dass man sich gestoßen hätte, auf einmal Hämatome bekommt. Und, das kann man sich auch vorstellen, deine Extremitäten fühlen sich unfassbar schwer an. Als ob da Bleigewichte drin sind. Du hast also wahnsinnig schwere Gefühle in den Armen zum Beispiel oder auch in den Beinen oder auch in der Schulterregion. Und was oft auch beschrieben wird von Betroffenen, dass es morgens eigentlich okay ist und abends besonders schlimm, als ob man über den Tag dann noch mehr einlagert und die Arme und Beine und was auch immer noch schwerer und noch empfindlicher werden. So, und jetzt kommt ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn es gibt da auch verschiedene Stadien, die werde ich dir gleich hier auch nochmal zeigen. Aber vorher sei gesagt, so wie bei vielen Erkrankungen, dass Ausprägungsmuster, wenn du jetzt vor dem Spiegel stehst oder ich die Patientin vor mir habe und ich denke, wow, sehr ausgeprägt, hat nichts damit zu tun, wie schwer die Patientin vielleicht darunter leidet, also wie die Symptome sind. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und leider ist diese Stadieneinteilung irreführend, weil man da wirklich sich auf das Optische bezieht und nicht auf das Beschwerdebild. Es gibt also für die Beschwerden keine Stadieneinteilung. Eine Frau, die ein Lipödem hat, wo man denkt, oh, ist aber gar nicht so ausgeprägt, kann massivste Probleme haben. Eine Frau mit dem massivsten Lipödem braucht überhaupt keine Probleme haben. Wichtig sind auch, wenn man so eine Patientin vor sich hat, Differentialdiagnosen. Adipositas hatten wir angesprochen. Es gibt auch eine chronische venöse Insuffizienz.
Es gibt aber auch Lymphödem, was man auf dem Schirm haben sollte. Und es gibt auch eine sogenannte Lipohypertrophie, also eine Fettgewebsverteilungsstörung, die sehr ähnlich aussehen kann. Es ist also ganz wichtig, und das siehst du hier an dieser Liste, dass man auch die Differentialdiagnosen nicht außer Acht lässt, beziehungsweise die auf dem Schirm hat, um alles abzuklären, um nicht die falsche Diagnose zu stellen. Wie häufig ist das Ganze? Das würden wohl viele gerne wissen. Es gibt Daten, die über 10 Jahre alt sind. Es gibt keine aktuellen Studien, die die Diagnosekriterien mit einbeziehen. Und deswegen schwanken die Zahlen so zwischen 8 und 39%, was ja wissenschaftlich sehr, sehr unzufriedenstellend ist, so eine riesige Bandbreite. Aber gehen wir mal davon aus, dass es häufiger vorkommt, als es diagnostiziert wird. Warum habe ich das? Das ist die Frage, die sich natürlich sehr oft stellt. Was ist die Ursache? Was kann ich dagegen tun? Und wenn ich weiß, woher es kommt, dann kann ich auch gezielt was gegen tun. Und das sei schon mal vorweg gesagt, wir wissen es noch nicht gut. Wenn man es noch nicht gut weiß, dann geht man erstmal davon aus, man könnte ja eine genetische Veranlagung sein. Ja, und das macht insofern Sinn, weil ein Lipödem haben fast ausschließlich Frauen. Es gibt es also bei Männern so gut wie gar nicht oder überhaupt nicht. Und da liegt ja wieder die Vermutung nahe, dass das was mit den Hormonen zu tun hat. Ja, und da kann man natürlich über Veranlagung sprechen, denn wenn die Oma oder die Mama da auch das Problem hatten und jetzt das Kind vielleicht auch das Problem hat, dann liegt natürlich auch die genetische Komponente nahe, genauso wie die hormonelle. Außerdem wird vermutet, dass ja auch inflammatorische, also entzündliche Prozesse eine Rolle spielen könnten, weshalb auch die antiinflammatorische oder antientzündliche Ernährung ein Riesenhebel ist für Betroffene, aber zur Therapie wollten wir gleich noch kommen. Kommen wir lieber nochmal zurück zu den lieben guten alten Hormonen, denn was man weiß, ist, dass vor allem das Lipödem auftritt zur hormonellen Umschwungsphase. Vielleicht bist du Betroffene und denkst mal zurück, wann ging es eigentlich bei mir los? War vielleicht die Pubertät, da wo sehr, sehr viel passiert ist. Vielleicht sagst du aber auch, nee, das war bei mir nach der Schwangerschaft und nach den Schwangerschaften, da ging es richtig los und da passiert natürlich auch hormonell viel und auch in der Phase kurz vor den Wechseljahren, wo hormonell ein Riesen auf und ab ist, kann es manchmal wirklich zur Verschlimmerung der ganzen Symptome kommen, weil hier hormonell ein riesiges Chaos herrscht. Da sprechen wir vor allen Dingen über die Östrogendominanz. Und da habe ich dir schon ein Video zu gemacht, das darfst du dir hier gerne mal angucken im Nachgang. Denn das scheint tatsächlich nicht gerade förderlich zu sein für das Lipödem. Was man weiß aus der Grundlagenforschung, es kommt beim Lipödem zu einer sogenannten Hypertrophie. Das heißt, die Zellmasse im Fettgewebe nimmt zu und es kommt gleichzeitig auch zu einer Hyperplasie. Das heißt, die Zellzahl an Fettgewebszellen nimmt zu. Und was man auch sieht und was man auch nachweisen kann, dass eine Ansammlung von Entzündungszellen in diesem Fettgewebe vonstatten geht. Einfach an Immunzellen, zum Beispiel sogenannte Makrophagen. Hier schließt sich wieder der Kreis zu diesem inflammatorischen Prozess, der da anscheinend auch vonstatten geht. Und durch dieses Mehr an Zellen und größer werden an Zellen und Veränderungen dieser Immunprozesse und An- und Abbau kommt es wahrscheinlich zu einem strukturellen Umbau dieser Fettgewebszellen und auch des Bindegewebes, was wiederum die ganzen Beschwerden und auch das Bild des Lipödems erklären können. So, kommen wir zur großen Diagnostik. Man denkt jetzt, wow, welche Tests brauche ich, um das rauszufinden? Das muss ja hochkomplex sein. Ist es nicht. Man muss die Differentialdiagnosen, die wir besprochen haben, ausschließen, um dann auch irgendwann zu dem Punkt zu kommen, wo man sagt, okay, alles andere ist es nicht, also ist es ein Lipödem. Und das erklärt ihr uns quasi. Also wenn die Frau typische Beschwerden mir erzählt und ich die Frau sehe und merke, okay, das passt alles zusammen, dann kann ich die Diagnose oder vor allen Dingen die Verdachtsdiagnose Lipödem aussprechen. Bevor wir dazu kommen, was man dagegen tun kann, hier noch einmal ein ganz kurzer Hinweis bzw. Einblendung, wie so Stadien sind. Es gibt Stadium 1, 2 und 3 und ich bin, du hörst schon raus, nicht der ganz große Fan davon, weil es eben nichts mit dem Beschwerdebild zu tun hat. Und eine Frau, die natürlich darunter leidet, entweder durch die Symptome, Schmerzen oder auch rein kosmetisch, der muss man irgendwie helfen, das ist klar. Aber es gibt, wie gesagt, auch Frauen, die überhaupt kein Problem haben mit ihrem Lipödem und damit ganz zufrieden sind, sowohl kosmetisch als auch von Symptomen her. Und trotzdem kriegt sie wahrscheinlich ein hohes Stadium. Und das Stadium sagt eben nichts über das Beschwerdebild aus. Deswegen, ja, sei hier das mal angemerkt, der Vollständigkeit halber. Aber ich glaube, eine Stadieneinteilung auch mit den Beschwerden einbezogen wäre die sinnvollere Variante. Therapeutisch, was kann man tun? Ja, da muss man eben ganzheitlich rangehen. Da gibt es nicht die eine Pille und die macht alles gut, sondern man muss gucken, dass man das ganze System wieder einigermaßen so hinlenkt, dass die Patientin gut auch mit den Beschwerden leben kann. Und dazu gehört eben vor allen Dingen auch die Ernährung. Und eine antientzündliche, professionell geführte und gestützte Ernährungsweise sollte A und O erstmal sein, weil dadurch viel zu reißen ist, nicht nur in Bezug aufs Lipödem, sondern eben auch vielleicht auf eine hormonelle Dysbalance. Die kann das Ganze nämlich auch verbessern.
Und da geht es jetzt nicht darum, irgendeine Diät zu machen, weil Diäten, das wissen wir alle, reduziert das Bauchfett, also meistens das Fett am Stamm. Das wollen wir aber gar nicht reduzieren, beziehungsweise das macht es nur noch schlimmer, weil wir kennen alle den Jojo-Effekt. Und das macht es dann auch wirklich wieder nicht besser, wenn das Ganze nach oben losgeht und wir haben dem Lipödem nicht geholfen. Also nein, es geht nicht um irgendwelche Crash-Diäten, sondern es geht um eine langfristige, antientzündliche Ernährungsweise. Das ist eine Therapieform, die langfristig auf jeden Fall helfen kann. Wenn es jetzt akut ist, gibt es natürlich auch Maßnahmen. Zum Beispiel Kompressionsstrümpfe für Arme, für Beine, um einfach dieses Ödem auch ein Stück weit zu komprimieren. Bewegung gehört da sicherlich auch dazu, der Abtransport eben von Lymphflüssigkeit und auch von diesen entzündlichen Stoffen. Hier gibt es Lymphdrainage, ganz klassisch, über Physiotherapie zum Beispiel, aber es gibt auch, ihr werdet sie vielleicht kennen, Vakuumboots, die man sich umzieht, oder auch Lymphdrainagegeräte, richtig, wo man sich was Gutes tun kann. Hier muss man aber was anmerken: Die Lymphdrainage macht eigentlich nur dann Sinn, wenn wir Flüssigkeitsansammlungen haben. Das kann man zum Beispiel sehen, ertasten oder auch mit dem Ultraschall nachweisen. Wenn du überhaupt keine Wasseransammlung hast, was die Lymphe betrifft, dann macht auch die Lymphdrainage überhaupt keinen Sinn. Also hier muss man so ein bisschen unterscheiden. Und bei Bewegung denken wir auch mal an den Aquasport. Super gut, wir haben ein bisschen Kompression, es kühlt ein bisschen, wir haben unglaublich gutes Herz-Kreislauf-System, Anregung und es tut einfach auch mal gut, in der Schwerelose zu sein. Also Aquagymnastik, Aquasport, riesen, riesen Hebel beim Lipödem. Dann kommen wir zur Liposuktion, also das Absaugen des Fettgewebes, was nicht ganz ohne ist. Und dazu gibt es jetzt in der neuen Leitlinie einfach auch eine klare Indikationsstellung. Wann soll ich eine Liposuktion machen und wann eben nicht? Denn man sollte es eben auch nicht nach Stadieneinteilung machen, was wir gerade hatten, sondern eher nach dem Beschwerdebild und nach zum Beispiel Versagen der konservativen Maßnahmen, die wir ja auch gerade besprochen haben. Und hier blende ich euch gerne nochmal diese Indikationsstellungen ein. Auch wenn die Tendenz dann immer dazu geht, oh, Sie haben Lipödem, dann müssen wir das mal absaugen, ist das nicht die allererste Wahl, sondern wirklich nur Option B im Grunde. Was ist denn eigentlich mit Schmerztherapie? Ja, da sind sich die Expertinnen und Experten relativ einig, bringt wenig bis gar nichts. Das ist sehr frustrierend, weil ja, viele neigen natürlich schon dazu, wenn der Arm wehtut oder die Arme, sich dann einfach doch mal eine Schmerztablette einzuwerfen und zu hoffen, dass es besser wird. Aber es passiert dann eben nicht. Das heißt, der größte Hebel fängt tatsächlich zu Hause im Kühlschrank an und auf dem Herd, was man sich zu essen macht. Das würde ich euch als erstes raten, professionelle Ernährungsberatung langfristig auch umsetzen, dazu gehört ein bisschen Disziplin und dann mit den anderen Maßnahmen zu gucken, kriege ich meine Symptome so weit in den Griff, dass ich damit gut leben kann, ohne ständig täglich damit konfrontiert zu werden. Da würde mich mal interessieren, wie lange hast du vielleicht schon mit deinem Lipödem zu kämpfen oder weißt du es erst jetzt nach dem Video, dass du es vielleicht haben könntest? Was sind deine Game-Changer-Tricks? Viele Betroffene werden dir zugucken, deswegen schreib es doch einfach mal in die Kommentare. Wie bist du zur Diagnostik gekommen und vor allen Dingen, was hilft bei dir therapeutisch? Wenn du mir jetzt noch ein kleines Abo dalassen würdest, dann würde ich mich sehr freuen. Ansonsten sehen wir und hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss, bis dahin.